Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Triller-Raketen von Funke. Die sind wirklich so süß klein mal wieder. Und ich bin euch ganz ehrlich, eigentlich würde ich die gar nicht testen mit euch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, dass die ganz schick werden. Moinsen. Ja, dass sie ganz schick werden und deswegen will ich mir die dennoch nochmal mit euch angucken. Auch wenn es da schon relativ viele Videos gibt. Trotzdem, wir haben hier schöne Raketen mit einem Pfeifaufstieg. Hier seht ihr nochmal alle Effekte. Die werden wir uns natürlich auch gleich nochmal angucken. Ihr kennt mich ja. Eine NEM von 124 Gramm. Ist relativ beachtlich. Wie gesagt, die sind so klein. Die sind süß. Die sind richtig süß und klein, die Triller-Raketen. Warum das jetzt mit dem Plastik hier ist, weiß der Geier. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns die nochmal schnell an. Da entferne ich das nämlich nochmal kurz, das Plastik. So, seht ihr Leute? Und so sieht das doch gleich viel schöner aus. Oh, wir lieben doch diese Funke-Verpackungen alle. Und wie wir auch sehen, die sehen ja alle gleich aus. Krass. Ich dachte, die wären noch unterschiedlich farbig, aber sind sie gar nicht. Da werden dann wahrscheinlich nur die Effekte draufstehen. Genau. Jetzt, sorry, dass ich so viel rumgelabert habe, aber jetzt geht's raus. Und jetzt machen wir die Triller-Raketen von Funke. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go. Da sind sie, die wunderschönen. Wir haben jetzt natürlich 5 verschiedene Effekte und die anderen 5 machen auch Schlag. Und wir fangen auch mal mit der an. Ja, rot. Der Effekt ist rot. Geil. Okay, mach mal direkt. Was auch immer rot. Wir werden es sehen. Ich denke mal, die ist rot. Alter. Ich dachte, die will gar nicht mehr. Die war aber scheiße tatsächlich, ne? Also jetzt mal ungelogen. Boah, rot. Aufstieg war cool. Aufstieg, ja. Macht ja fast in Sirenenraketenkonkurrenz. Ja, in klein, ne? Sirenenraketen in klein irgendwie. Silberkracker. Schade, aber das Bouquet ist nicht so dolle. Also man kauft die Raketen dann wohl eher wegen dem Aufstieg. Ja, eindeutig. Blau, Weißblinker und Goldcracker, Grünblinker. Dann nehmen wir mal den Blau. Finde ich cool. So. Weißblinker? Ja, mach mal Weißblinker. Ja, also Freunde der Sonne. Bouquet ist nicht so dolle, aber wie gesagt, ne? Nee, aber der Aufstieg ist schon der Aufstieg. Geil. Der Aufstieg ist geil und lange und geil halt. Oh, wie schnell? Boah, sorry, das habe ich fast kaum mehr drauf bekommen, Leute. Und dann haben wir hier noch eine Triller Rocket. Goldcracker? Krass, Goldcracker, Grünblinker. Ey, ja, also wer. Boah, das wäre so eine perfekte Rakete, wäre da das Bouquet noch dolle. Mhm. Geil. Schön. Da ist er, der Kreise, der Jawohl. Stern. Schön aus. Ey, ich bin ja so ein scheiß Kameramann, Leute, es tut mir leid. War ganz schwer drauf zu machen. Aber ihr habt's ja gehört. Oh, die letzte. Ja, also, ja. Mein Fall ist es nicht so, fehlt mir ein bisschen Bouquet oben, aber ist vom Klang her ist es was Feines auf jeden Fall. Sind ja nicht sehr teuer.